Komm zusammen mit mir die Toten feiern. Zwei Gerichte gibt es in Vietnam zu jeder Festlichkeit. Das ist hier einmal Klebreis und gekochtes Hähnchen. Den Klebreis muss man eine Nacht vorher einweichen und wir kochen heute Klebreis mit Erdnüssen. Das wird ganz gut untergemischt und noch ein bisschen gesalzen. Mit einem extra metallischen Equipment hier kommt das Ganze ganz normal in den Reiskocher. Das Hähnchen wird im ersten Schritt mit Kurkuma eingerieben, dann kommen Zwiebeln hinzu, Ingwer und Limettenblätter. Meine Schwester hat noch Süßigkeiten und Obst für den Altar gekauft. Auch eine Portion Klebreis und gekochtes Hähnchen kommen auf den Altar. Auf dem Altar sind Blumen, Obst, Alkohol, Geld, Bilder von meinen Großeltern und natürlich das Essen, was wir gerade gekocht haben. Und anschließend beten wir noch gemeinsam zu unseren Vorfahren. Ein Jahr in der Menschenwelt entspricht ein Tag in der Totenwelt. Deswegen feiern wir immer den Todestag unserer Großeltern und stellen ihnen Essen auf das Altar. Es ist quasi so, als würden wir täglich mit ihnen zusammen essen.